Der Prophet, Friede und Segen mit ihm, hat gesagt: Tazawwaju fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Heiratet, denn ich will durch eure Anzahl die anderen Umam, die anderen Glaubensgemeinschaften am jüngsten Tag übertreffen. Das heißt, man soll heiraten, um Kinder zu kriegen. So, und deswegen, die Frau wird angegriffen, damit sie diesem Prinzip nicht entspricht. Wir wissen, die westliche Welt ist gerade dabei unterzugehen. Weil durch die Ideologie der Selbstverwirklichung die Familie massivst angegriffen wird. Was meine ich damit? Es ist heute so, dass die meisten Familien in Deutschland nur wenige Kinder haben. Und nicht nur in Deutschland, sondern allgemein in der westlichen Welt. Und das heißt, in der Zukunft wird der Westen nicht in der Lage sein, sich selber zu regenerieren von diesem Problem. Das heißt Rentenversicherung etc. Das heißt, diese Gesellschaft ist auf dem Rande der Zerstörung. Ist am Rande der Zerstörung. Das heißt, es wird in den nächsten 50 Jahren wird die westliche Zivilisation untergehen, wenn das so weitergeht. Ja, es sei denn, es kommt zu einem riesengroßen Völkermord oder andere Länder werden platt gemacht oder was auch immer, oder es kommt zu einer ideologischen Veränderung. Aber hier ist es so, dass durch diese Selbstverwirklichung, ja, ich muss viel Urlaub haben und man muss sich selber verwirklichen und Job haben und dieses haben und so viel Geld haben wie möglich, deswegen muss jeder arbeiten. Dadurch kommt es dazu, dass die Familien durchschnittlich zu wenige Kinder kriegen und dadurch geht es bergab. In Deutschland hat die durchschnittliche Familie 1,3 bis 1,4 Kinder. Das ist zu wenig, um diese Gesellschaft fortbestehen zu lassen. Und es ist nicht in Aussicht, dass sich das verändert. Höhere Kindergelder etc. bringen auch nichts. Es bringt alles nichts. Und deswegen wird der Islam angegriffen und deswegen wird vor allen Dingen auch die muslimische Frau angegriffen, damit die Muslime nicht immer mehr werden. Weil der Westen so rechnet, man rechnet damit, umso mehr Muslime es gibt, umso mehr Kraft haben sie auch. Ja, deswegen wird die Rolle der Frau angegriffen, um die Frau vom Islam wegzubringen.